Sie kriegt auch was von dem Geld von NRW. Ja, genau. Das nehmen wir doch an. Genau. Was ich noch erzählt habe, ist, dass das Ganze ein Teil ist von dem NIM-Projekt, also quasi dem Education- oder Musikvermittlungsprogramm vom Mörs Festival. Und wir hatten heute so einen schönen Tag in der Förderschule, in der Heinemann-Schule, eine ganz tolle Schule, die es in Mörs gibt für geistliche Entwicklung, wo die Dozenten wirklich berührt und gerührt heute zurückkamen und total geleuchtet haben, mit diesen Kindern arbeiten zu dürfen und auch solche Lehrer erleben zu dürfen. Ja. Das so direkt von der emotionalen Begeisterung auf die Reihe. Drei kleine Zeugsreporterinnen sind da, dieses Medienprojekt.